Miau, da sind wir wieder zurück bei Harry Potter. Und eine wütende Hermine wartet auf uns. The herbology lesson is just past Professor Sprout's garden. I'll wait here for Neville. I think he's got lost again. Go on, Harry. You better get to the lesson. Kannst du nicht die Gnome wegnehmen? Oh, ich hab da keinen Bock drauf. Die waren echt scheiße, ey. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervig diese Kackviecher sind. Warum sind eigentlich in allen Statuen hier in Hogwarts Süßigkeiten versteckt? Wir haben auch nur so dezent viele. Warum kommt nichts mehr raus? Ich kann nur noch zaubern. That's what she said. Keine Ahnung. Ja, der erste Part ist übrigens oben und ihr liebt es. Ich find's geil. Vielen, vielen Dank. Und irgendwie leckt es gerade und ich weiß nicht warum. Es verwirrt mich, weil ich mache nichts anders als schon die ganze Zeit. Ich glaube, mit dem Ding konnten wir auch was machen. Naja, gut. So. Das Wasser ist irgendwie verdammt laut. Ich würde sagen, zu Beginn der nächsten Woche machen wir mal wieder eine Runde Flugstunde. Denn dafür muss ich halt aus dem Spiel raus. Ich bin mir immer nicht sicher, wie der hier so speichert, ne? Keine Ahnung, was das für Schnecken sind, aber natürlich tun wir ihnen erstmal weh. Ah, die kriechen auch weiter. Aber ich kann auch am Rand vorbei. Einmal Tor öffnen, bitte. Ah! Hilfe! Warum kriechen hier überhaupt solche Schnecken frei rum? Das ist voll gefährlich. Arme Viecher. Wir haben bestimmt gegessen. Ich habe mit Matti mal wieder die ersten zwei Staffeln Rache der Restauranttester geguckt. Was total super war. Aber eine Folge war voll fies. Da waren halt welche, die haben gesagt, hier, das, wir haben bei unserem Restaurant übrigens auch Gänse. Scheiße. Okay, hier kann ich nicht dran vorbeilaufen, vorhin ging's. Wir haben auch Gänse, aber das sind tatsächlich unsere Haustiere, wir züchten die nicht fürs Restaurant. Ja, was macht der Rach? Zwingt den armen Mann, jetzt Gänse auf die Speisekarte zu nehmen. Wehe, das waren die. Also es wurde irgendwie nicht ganz ersichtlich als Zuschauer, ob das jetzt die Gänse waren, die er da schön als Haustiere sich gehalten hat. Wehe, Ben. Das ist so typisch. Der Mann sagt noch, ja, das sind aber unsere Haustiere, voll super. Und dann Rach, lecker Gänse. Ja, ja. Ihr hört's schon. Ich habe jetzt schon keinen Bock. War da eine Karte? Nee. Na, das ist aber gefährlich. Was mache ich denn mit dir? Ich kann ja noch gar nichts. Da brauchen wir wohl einfach nur Timing. Aber die Musik klingt wieder so nach Gnomen. Ist gut, dass wir so viele sammeln. Nicht mal unbedingt wegen Fred und George, aber einfach nur, weil sobald wir wieder welche von den Viechern treffen, wir die wieder so schnell verlieren. Okay, hier kamen wir aber eigentlich her, ne? Nö, doch nicht. Sieht nur alles gleich aus. Ach, die Musik ist aber schön. Ich bin gleich wieder im Weihnachtsfeeling bei sowas. Was haben wir jetzt gemacht dadurch? Hat es irgendjemand verstanden? Ach. Ja, das ist doch nett. Ich dachte gerade schon, ich hab echt Panik vor den Gnomen, merkt ihr? Ich dachte schon, ich hab Verfolgungswahn. Dabei haben wir die noch gar nicht so oft getroffen.
Es war wieder schön, dass einfach hier dieser Garten so gemeingefährlich ist. Können wir hier was machen? Ich glaube, mit ganz normalen Wänden brauche ich gar nicht mein Glück versuchen. Aber hier sind irgendwie immer so viele leere Ecken. Da denkt man immer, da muss irgendwas versteckt sein. Ach, Arschloch. Weil Spiele sowas eigentlich nicht machen. Gehen wir erstmal hier lang, wa? Oder? Doch, das hier muss eigentlich optional sein. Das sieht doch sowas von... Ah ja. Sehr hübsch. Nein! Geh weg. So, alle ausgenockt. Kackviecher. Gott sei Dank geht das noch verhältnismäßig schnell. Und teilweise können wir die Bohnen ja auch wieder einsammeln. Boah, mit dem Drachen können wir gar nichts tun. Schade. Ja, ja, heult ruhig rum. Das Wasser sieht irgendwie schön aus. Kante ist minimal zu hart. Ah, was soll's. Gar nicht schlimm. So, hier lang müssen wir, glaube ich. So ein bisschen fies hier durchzulaufen, wenn wir uns ja noch gar nicht verteidigen können. Machen wir einfach mal den Brunnen kaputt. Ich finde es schön, dass man hier so ein bisschen entdecken kann mit diesen ganzen Geheimgängen. Das macht schon Spaß. Ja, gut. Also ich meine, Gegner sind nervig und so, aber wir kriegen auch ziemlich viele... Frösche hinterher geschmissen. Das will ich gar nicht leugnen. Jetzt leckt's wieder. Warum? Mein PC tut doch nichts. So, das Spielchen wieder. Aber diesmal gibt's die direkt. Was machst du denn da? Ja, boah, Harry. Wenn die Dinger despawnen, nur weil du hier kletterst, kriegen wir aber Ärger. Oh, diesmal war es nur einmal. Ach, ihr seid doch alle garstig hier. Warum? Ich bin gar keine Fliege. Ich bin viel zu groß, als dass du mich verdauen solltest. Oh, diese vielen Wege verwirren mich jetzt aber bald. Bald verliere ich selber hier den Überblick. Ah, nein, nein. Okay, jetzt haben wir hier nur wieder den Weg zugemacht. Ich muss da aber nochmal durch. Für hier nämlich. So, fein. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Weg umgangen und damit auch die Bohnen. Das geht natürlich nicht. Aua! Toll, hat mir wehgetan, um an den Frosch zu kommen. Null so im Spiel. Ne, ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles. Gehen wir einfach mal weiter. Genug erforscht und gesucht. Da ist auch schon das Gewächshaus. Hab.
Thanks for helping us out, Harry. Here's a wizard card then. Hope you don't have this one yet. Come on, George. We've got work to do. Ihr seid so die James Bonds von Hogwarts, oder? Nur nicht mit ganz so viel Ladies. Yes. Wen haben wir bekommen? Tja, das war dann wohl doch eine, die wir schon hatten. Nein, oh Gott, wie viel haben wir denn übersehen? 1, 2, 3, 4? Kann ja schlecht sein. Godric Gryffindor, medieval wizard, dates unknown, and co-founder of Hogwarts, gave his name to one of the four Hogwarts houses. Ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass wir vier Karten übersehen haben, weil wir doch an ziemlich vielen geheimen Orten jetzt waren. Macht mir gerade ein bisschen Sorge. Ach, guck mal, das hier kannte ich tatsächlich noch nicht. Aber so wirklich was zu tun ist hier jetzt auch wieder nicht. Ah. Und du bist? Gott sei Dank, hier vorne. Cornelius Agrippa. Ach, Agrippa, den guten kenne ich ja auch nur aus im Niger. 1486 bis 1535, celebrated wizard imprisoned by Muggles for his writings. Das ist jetzt schön umgesetzt, finde ich, dass das die Muggel waren. Ja, ja. Ein schöner Bezug zu echten, was war er denn? Alchemist war, glaube ich, ne? Kenne mich da nicht so aus. Ihr wisst das bestimmt, ihr Füchse. Ihr wisst es bestimmt. So. Auf geht's. Welcome, class. I am Professor Sprout. Today we'll learn the incendio spell, which is useful against all manner of dangerous plants. Observe the correct incendio symbol. Hold down the mouse button and follow the pattern. Then release the button. Bisschen schwierig, ihr seht's. Vor allem in der Zeit. Incendio! A first-rate incendio, Mr. Potter. 5 points for Gryffindor. Try to go a little bit quicker this time. So. War schneller, aber nicht unbedingt besser. War doch genauso gut. A first-rate incendio, Mr. Potter. 10 points for Gryffindor. Try to go a little bit quicker this time. Die sieht leider gar nicht so aus wie die Professor Sprout im Film. Ich fand, die war sehr, sehr süß gewählt. Das war schön. Incendio! That is an outstanding incendio for a first year. 15 points for Gryffindor. Try to go a little bit quicker this time. So, mal gucken, bisher hat's von keinem Versuch gereicht. Vielleicht jetzt. Oh, yes. Incendio! That is an outstanding incendio for a first year. 20 points for Gryffindor. Geil. Now it's time for the incendio challenge. Through the doors, Mr. Potter. I'll watch you from the balcony. Those are spiky bushes. You may cast incendio on them, but step back to avoid their needles.
Ja, das ist eine sehr coole Challenge, an die erinnere ich mich noch. Die macht echt Spaß. Ja, hallo. Und auf die freue ich mich auch schon. Das hat er sich selber so dicht hingestellt. Ich weiß schon, warum die da oben sitzt. Aber das Ganze machen wir nächste Woche. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, die erste Woche. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste. Ich hoffe, ihr auch. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis bald.